64 Spielminute. Für den Altona Fußballclub zum neuen Spielstand von 1:0. Und der Torschütze war der Spieler mit der Nummer 7, Marco Zubisch. Spielminute für den Altona Fußballclub zum neuen Spielstand von 2:0 und der Torschütze diesmal war der Spieler mit der Nummer 14, Sven Körner. Die 78. Spielminute. Tor für den Altona Fußballclub zum neuen Spielstand von 3:0. Und der Torschütze diesmal war der Spieler mit der Nummer 10, Felix Brückmann. Zum neuen Spielstand von 4:0 und der Torschütze diesmal der Spieler mit der Nummer 3, Sebastian Clausen. Endstand 4:0 für unseren AFC. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen von Altona 93 für euren Besuch. Kommt alle heil und sicher nach Hause. Vergeht noch einen schönen Restsonntag. Und wer Lust hat, kann sich jetzt da auf den Weg machen zur OKW Arena. Da spielt derzeit unsere zweite Herren gegen FC Alsterbühler. Der Zwischenstand ist 0:2, aber da ist ja noch fast eine ganze Halbzeit zu spielen. Und hier nochmal die Ausschau auf die nächsten Spiele. Nächsten Sonntag das nächste Punktspiel, das ist der 17.05. 13 Uhr. Ist dann Anpfiff in Niendorf, Niendorfer TSV gegen Altona 93. Und das nächste Heimspiel ist zugleich auch das letzte Saisonspiel. Das ist Freitag, der 22.05. 19 Uhr. Altona 93 gegen SV Grünbergen. Und nochmal den Hinweis an die Presse. In 15 Minuten findet eine Pressekonferenz statt, wie immer im ersten Stock unseres Clubhauses.
Alles geht? Ja, jetzt muss ich. Wieder los, Mann.